Hi und was? Copy to the fucking link? Nein, wo klicke ich denn hier schon wieder drauf? Hi und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Runde. Madpack mit dem lieben K99. Hallo. Und der Spielpirat. So. Du wolltest wahrscheinlich das Opsi haben, oder? Ja, Mann! Genau, das will ich. Ich nehme es aber nicht auf. Du hast es falsch geworfen. Tut mir leid. So. Das ist einen halben Meter davor. Danke dir. Kannst du mir noch mal kurz Lapis schicken? Schicken gleich. Ja. So telepathisch oder wie hätten sie es dann gern? Och, Ricke Mecke, Nachritz. So. Ich bräuchte insgesamt vier. Brechen 21? Na, ich muss mal gucken. Okay. Sonst irgendwas, wenn ich gerade dastehe. Morten in das Licht? Nein, eigentlich nicht. Hast du schon gebaut? Das ging jetzt aber schnell. Ich hab noch nicht alles gebaut. Ich bin nur noch am Suchen. Achso. Okay, mal den noch da rein. Den noch da rein. Ich habe heute schon wieder. Da hängt mir schon wieder ein Kloß im Hals. Wollt ihr das wissen? Nein, Quatsch. Hast du nochmal einen Glowstone für mich? Jetzt, wo du schon mal da stehst? Moment, ich kann mal kurz schauen. Ich erwarte die ganze Zeit. Haben wir. Wir haben Glowstone mal abgebaut, oder? Ja, ich habe ganz viel. Brauchst du einen ganzen Glowstone oder das? Dust. Haben wir noch Dust? Das habe ich wahrscheinlich da reingeschmissen, oder? Ah, über ein Deck bestimmt, oder? Wie viel brauchst du? Wir haben 22. Ja, ich brauch ein. Ich bring dir einfach mal drei mit, so zur Sicherheit. Falls ich zufällig drei von den Dingern bauen sollte. Richtig. Für den unwahrscheinlichen Fall. Für den absolut unwahrscheinlichen Fall. Danke dir. Nein! Bitteschön. Du solltest. Nein, ich brauchte Glowstone, nicht Glowstone Dust. Du sagtest Dust. Ja, ich hab nochmal nachgefragt. Wir haben Glowstone Dust, habe ich gesagt, aber wir brauchen Glowstone. Warte. Ich hab nochmal nachgefragt, du sagtest Dust. Ach so, du meintest, Dust haben wir. Ah. Ja, weil ich es gesagt habe, dass wir Dust haben. Ich verstehe. So, hier hast du Glowstone. Danke. Wir haben noch einen ganzen Glowstone. Tja. Huch. Server closed. Bei mir auch. Mysteriös. Hab ich noch Rechte, was die. Warte mal. Nee, der Rechner, der Root ist nicht mehr da. Wenn jetzt mein Netzwerkadministrator wegen dem Root was eingerichtet hat, dann kill ich ihn. Ja. Wir sehen uns gleich wieder. Die Folge muss ich wohl schneiden. Bis gleich. Tschö. Jo, hi und herzlich willkommen hier zurück zur weiteren Fortsetzung von der letzten Folge. Denn, da hätte ich gar nicht machen brauchen. Der Server ist irgendwie abgeschmiert. Für eine Sekunde. Hat aber gereicht, um den Aether Extractor, der hier sich in der Crafting-Box befand, zu löschen. Deswegen habe ich jetzt gerade einfach nochmal, falls ihr euch wundert oder sowas hier, mir einen Block gegeben. Ja, sodass wir ihn auch zu Ende basteln können. War irgendwie merkwürdig. Keine Ahnung, was das jetzt gerade war. Wahrscheinlich irgendwie so ein kleines, klitzekleines Verbindungsproblemchen. Aber egal, wir haben ja alles schon erstellt und deswegen. Ich habe den Manipulator. Wollen wir den hinstellen? Hier? Stimmt. Der braucht ja. Das ist eigentlich egal, wo du hinstellst, weil der braucht ja, glaube ich, keinen Strom, soweit ich das noch richtig im Kopf habe. Ich glaube auch. So. Du schmeißt einfach Zeug rein. Genau, warte mal, da gab es ja auch dieses irgendwie. Ja, geklappt. Ich habe mal kurz ausgetestet. Ey, ich wollte ihn testen! Du Sau! Nein. Okay, ich mach mal Glowstone. Oben mache ich das rein, was er lernen soll, also was er machen soll, ne? Genau. Und unten schmeißt du rein, was sozusagen du loswerden willst. Wenn du Glowstone los wirst und Glowstone erzeugst, dann passiert nichts. Ne, ich habe gerade einen Lapis reingeworfen. Hä? Ich sag aber gerade. Was ist gerade? Glowstone. Egal. Ah ja, alles klar. Ach ja, klar, der erzeugt ja gleichzeitig Glowstone draus. Okay. Richtig. Ah, sehr, sehr coole Geschichte. Das heißt, wenn wir jetzt mal überlegen, ob wir ein paar Diamanten machen wollen, bräuchte ich was dafür, Kahn? Viel Zeugs. Und? Was wie und? Ein Diamanten? Ja. Ja, stimmt, da war was. So. Das Praktische ist, der Ender Manipulator reicht halt gerade so aus für einen Diamanten, weil er hat ein Limit von 8192 und es hat genau ein Diamant. Ah ja. Okay. Also was vom ich an Stuff ja. rein. Also okay, was er erreichen kann oder wie kann ich das verstehen richtig. Mit dem AV? Der hat halt einen internen Speicher, der Ether Manipulator. Ja. Und das ist halt maximal 8192 von diesem AV-Value. Den kann man doch erweitern, oder? Ja, du hast ja noch, wie heißen die anderen beiden? Das sind ja noch mehrere Manipulators, den Infused.
glaube ich, und den Gleitet. Ich keine Ahnung, ob es jetzt wirklich so ist. Nee, heißen. Es gibt ja aber noch diesen, wenn ich mich nicht irre, gibt es noch diesen Elsa Container, den man ranstellen kann. Ach so, ja, stimmt, für mehr Speicher. War das ein Container? Ja, das war ein Container, glaube ich, ja. Elsa Container. Der hat dann mehr Speicher. Ja, den könnten wir theoretisch auch verwenden, aber für unsere Zwecke reicht es ja gerade für den Diamanten, wenn wir mal einen hätten. Ja, ich bin gerade wieder am Tun und Machen. Ja. Da hätte ich vielleicht eine Idee, wie man den, ich sag mal, einfach sehr leicht bekommen könnte. Ich könnte einen Koppelgenerator bauen, so einen kleinen. Ja, stimmt. Richtig, da könnten wir so ein bisschen was an Material reinhauen. Ah, nee, warte mal, ich habe einen Diamant. Ey, ich habe doch einen aufgehoben gehabt für diesen Zweck. Dafür war das doch gewesen. So, ich packe mal einen Diamant oben rein. 8192, genau. So, jetzt müssen wir gucken, was wir da reinhauen. Okay. Ich guck mal, wie viel bringt jetzt so ein Lapis? Wow, 129. Respekt. Steht ja auch dran, wenn du, glaub, Shift drückst, dann steht dran, wie viel AV es bringt. Ach, das sind ja genau, das sind die AV-Geschichten. Jo. Ach, guck mal, ich habe jetzt so eine goldene Axt. Die hat 746 gehabt. Okay. Gar nicht so schlecht eigentlich. Aber gut, generell, aus Gold konnte man ja viel machen, wenn ich mich nicht irre, ne? Das war ja, glaube ich, mit Gold hast du ja wirklich 248 für ein Gold. Wow. Pirat? Ja? Die Zombie-Köpfe geben genau einen Diamanten vom AV-Wert her. Wir haben hier zwei. Nein! Wir haben sogar noch einen dritten, denkt ihr, an der Wand. Also theoretisch können wir die verwenden. Ich schmeiß mal einen rein. Jo, ich hol den anderen an. Geile Geschichte. Wahnsinn. Haben wir direkt ein Dio. Das ist ja cool. Da können wir aus den Köpfen direkt Diamanten machen. Soll ich den anderen gleich reinschmeißen? Ja, hau rein. Zack, und Diamant. Cool. Sehr geil. Ja, klasse. Dann haben wir schon mal ein bisschen was, dann können wir mit den Materialien hier wirtschaften. Dann müssten wir ja fast einen Cleaver machen von Tinkers Construct und Viecherjagen gehen. Köpfen. Ach, kann man da die Köpfe direkt abschlagen? War das so gewesen? Oder, Der Cleaver hat halt eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass du den Kopf abschlägst, aber okay. Ja, im Prinzip. Wo waren jetzt nochmal die Ärzte gewesen oder die ganzen, ich weiß, wo soll ich die Diamanten reinpacken? Ich hab keine Ahnung. Die Ärztezeugsgedöns, das war hier rechts, Minenloot nenne ich das halt. Alles, was man aus einer Mine theoretisch, also aus einer Höhle rausholen kann. Ich da Diamanten mit rein. Okay, obwohl das ganz wie der Sandsberry, kann man jetzt nicht direkt aus einer Mine holen, aber obwohl eigentlich schon. Okay. Guck gerade mal, was... Ich sortiere mal kurz. Okay. Was hatten wir noch? Ach, guck mal, okay. Diese Topaz-Geschichten, wo ich nicht wusste, was ich mit machen soll. Topaz? Die man ab und zu findet. Ui, Ferris hat auch ziemlich viel. Sehe ich krass. Ja. Aber die haben 1024. Ach, die Topaz, okay. Oh, guck mal, da habe ich noch 18 Stück. Ich habe jetzt 21 mal einen Topaz. Okay. Alter Schwede. Genau, ich habe mich immer gewundert, dass ich die brauche und ich habe einfach mitgenommen, weil ich dachte mir so, okay, vielleicht kannst du die doch mal irgendwann gebrauchen. Mhm. Aber dass sie so viel bringen, ist natürlich krass. Das ist nicht schlecht. Die findet man immer ab und an irgendwie. Gold enttäuscht mich so ein bisschen, wie wenig es hat. Naja, egal. Wie hat das? 248, ist so extrem wenig gesetzt. Ja, aber es gab doch... Könnte mehr sein. Konnte man nicht mit Gold sich einen Diamant mit diesem Minium Stone machen? Müsste gehen. Doch, war noch 8 Gold, glaube ich, oder sowas. 4 oder 8 Gold irgendwie für ein... Und deswegen wundert es mich halt vom Wert, weißt du, weil der Elsa eben halt doch wesentlich mehr frisst dann von Diamanten zu. Aber egal. Gut, wo haben wir noch eine Kiste? Haben wir noch eine Kiste? Ich glaube, wir haben gar keine mehr. Okay, dann muss ich ein bisschen Holz rausholen. Jetzt einfach alles. So. Weil da würde ich daneben jetzt gerade nochmal ein bisschen was packen, dass wir nochmal so eine Doppelchest kurz da haben. Für so Sachen, die man da, weiß ich nicht, einerseits vielleicht nochmal verbrennen kann und also Sachen, die man sich vielleicht multipliziert, weißt du? Ja. So. Mal die Topaz-Dinger mit reinpacken. Passt. Wow. Ja, coole Geschichte. Aber selbst diese Spicy Green-Geschichten, ja? Dieses Fressen, was ich da habe. 493. Oh, das ist cool. Wow. Hier, die goldene Axt brauche ich auch nicht wirklich. Ich bin auch verbrennt. Wow. Geile Geschichte. Stimmt, die ganzen Tools, die wir nicht mehr brauchen können, können wir auch verbrennen. Genau. Jawohl.
doch übrigens auch nicht, ne? Obwohl, so eine Iron Home mit 514 ist auch nicht schlecht. Und die ganzen Rüstungsteile, die ganzen Lederteile können wir ja loswerden, weil ich glaube, die wird keiner von uns anziehen, oder? Wo sind denn die Rüstungsteile da unten? Hier, die Rüstungsteile sind hier unten. Ich glaube, da wird keiner von uns was brauchen. Das sind ein paar gute Sachen dabei. Also, von Wert her. Ja. Ich pack mal die Ledersachen in die Kiste, falls wir was brauchen. Danke. So. Ja, ich nehme mal die kaputten Helme und so ein Zeug, alles nämlich auch mit wieder. Okay. Komm, reicht. Auch noch nehmen. Ah, ein bisschen was zu verbrennen. Jo, da ist doch auf jeden Fall schon mal wieder ein bisschen Potenzial vorhanden. Okay. Reicht das? Achso, das war Stone. Wie viel bringt denn jetzt das Stone eigentlich, so eine Geschichte? Ein Cobblestone. Dauert schon, halt, aber... Muss schon ein bisschen generieren, da gebe ich dir recht. Aber egal. Gucken wir einfach mal. Wir finden es schon wieder. Ich nehme mal den Diamant gerade raus. Ziemlich sicher. Na, ich warte mal, ich packe das mal direkt rein. Dass ich schon mal so ein bisschen Energie mitmache. So. Nicht die falsche Sache anklicken. Zwei Glas für. Das. Wop. Auch schon mal 2500 durch die Ausrüstungsgegenstände. Okay. Wenn ich jetzt noch die Axt reinschmeiße, 3-3. Sehr gut. So. Ich hätte den kleinen Kobbelgenerator fertig, also wenn du es dir anschauen willst, was ich da bastel. Ja, gerne. Bin da. Der Tisch hier. Also der andere. Ich hab schon also Maschinenframe habe ich da, einen Piston. Dann die Planetic Server. Servo haben wir ja gehabt, okay. Genau, Zählen das kannst Glas. Du ja schon. Mhm. Genau. Igneous Extruder. Ah, okay. Na, hab ich den schon mal gezeigt, dir eigentlich? Bei Trust and Betrayal? Nee, ich glaube, da warst du nicht mehr da. Nee, da war ich dann nicht mehr da. Okay, dann kann ich dir gleich mal zeigen. Wir brauchen einmal ein Wasser und einen Lava-Eimer. Einen Lava-Eimer haben wir noch, das weiß ich. Ja. Und einen Wassereimer. Wo haben wir Wasser? Ich hab einen Wassereimer. Okay. Ich würde sagen, wir stellen es direkt neben dran, weil dann brauchen wir keine Pipes. Weil dann können wir einfach immer weiter Koppels reinjagen. Automatisch. Und wir müssen dafür nichts tun. Soll ich irgendwie oben drüber, hinter? Kannst du daneben packen? Stimmt, geht auch. So. Dann einmal Lava reinkippen und du einmal Wasser. Und dann stellt jetzt automatisch Koppel her. Das Lava und Wasser verbraucht sich nicht, solange du Koppel eingestellt lässt. Also da gibt es drei Modi. Cobblestone, Stein und Obsidian. Obsidian wäre einer wahrscheinlich, ne? Irgendwie oder so. Ja genau, immer einer und dann verbraucht sich halt das Wasser und das Lava kontinuierlich. Aber es geht nicht raus, ne? Muss es noch umstellen? Achso, weil ich es nicht eingestellt habe. Wir machen rechts den Output. So, jetzt müsste es eigentlich rausgehen. Ja. Genau, und jetzt geht's rein. Jetzt fühlt sich das automatisch immer mehr. Sehr geil. Dann werde ich mal gucken, was jetzt nochmal dieser Dings kostet hier. Dieser Tank, Container. Oh, da brauchen wir zwei Diamanten, ist kein Problem mehr. Obsidian. Genau, ich könnte mal, ich werde mal ein bisschen Obsidian noch herstellen. Ich glaube, es wäre gar nicht so schlecht. Okay. Oh, das war jetzt zu viel. Ist egal. Ah ne, 51 ist in Ordnung. Noch ein bisschen Obsidian. Okay, zumindest können wir sie wieder reinschmeißen. Also es ist ja... Richtig. Geht ja hin und her, wie man will. Also wenn es zu viel ist, dann wieder reinschmeißen, hat man wieder Energie. Das wäre nicht das Problem. Dann nehme ich mal ein bisschen Toppers hier. Okay, hier brauchten wir davon, alles klar. Was würde ich denn jetzt eigentlich machen? Und Diamanten haben wir noch. Genau, den nehme ich mit raus. Passt. Gut, dann baue ich jetzt mal Container. Ich denke, das ist ganz gut, wenn wir ein bisschen unterwegs sind oder sowas. Den dürft ihr auch weiterlaufen, oder? Der Container? Ich denke. Der biete Container? Achso, solange der Chunk geladen ist, läuft er auch weiter. Ja, da wir hier mit der ganzen Geschichte endlich unterwegs sind, dürfte nichts passieren. Ja. Wo haben wir nochmal Glowstone? Da haben wir Glowstone. Die Blaze Rods geben 320 AV und die werden hier ständig generiert durch die Cinder, die hier rumstehen. Also, da hätten wir ordentlich gerade. Wir hätten fast einen Stack zusammen. Zur Not. Ich mach doch einfach ein paar Hopper und dann wird das Zeug weiter eingesammelt. Ja, das wäre, glaube ich, ganz cool. Eisen. Was hat denn der für einen Wert? 512? Dann brauche ich einen davon, ne? So, mal, wo ist der Container? Da ist er. Ach so, Redstone. Fuck.
Ich vergesse die ganze Zeit immer was. Also ich denke mal an Redstone und dann pff, weg. Mann. Redstone hatte ich aber gehabt. So. So, ich bin mit dem falschen Tool unterwegs. Container. So. Los Vojos bei Los Vojos. Irgendwas sagst du? Achtelfinale? Yeah! Achso, ja. Letzter. Entschuldigung, war gerade leicht vertieft. Achtelfinale. Achtelfinale. Yeah! Magst du Fußball oder bist du eher weniger Fußballfan? Eher nicht so. Ich schaue mir halt jetzt zur WM die Spiele an, aber... Also halt nur die Deutschland-Spiele. Aber ja, normalerweise bin ich nicht so fußballbegeistert. Ah, okay. Oh, guck mal. Jetzt passen da 32.000 rein. Hm? Hast du ein Ding gemacht? So ein Container? Ach stimmt, hast du gerade gesagt. Nee. Oder? Jetzt, wenn man hier rauf geht, dürfte er 32.000, oder? Richtig? Oder habe ich das falsch angeschlossen, dass ich die Seite anschließen? Limit. Ich weiß es gerade gar nicht. Hm. Das ist auf jeden Fall damit verknüpft. Hm. Da kommt auf jeden Fall nichts rein. Hä? Was heißt das da oben? Pfeile nochmal. Warum heißt denn da oben eigentlich dieses A vor 150 von 32.000? Das heißt, er kann 32.000 jetzt aufladen, ne? Wenn ich jetzt in den normalen Manipulator rangehe. Hier steht zwar ein Limit von 8.192, aber das ist ja, weil es das teuerste Gerät, also das teuerste, was er machen kann, ne? Ich weiß nicht, ob es was Teures gibt, ehrlich gesagt. Bin mir gerade gar nicht sicher. Weil AVO jetzt auf 0? Das ist natürlich die Frage, was passiert, wenn der voll ist. Ich kann mal die Toppers-Dinger hier reinhauen, warum nicht? Nein, das ist nicht das Teuerste, die Diamanten. Was gibt's denn da so für Sachen noch? Ach, weil allein wenn du bei Evercraft mal schaust, was die einzelnen Geräte an AV haben. Oh, allein schon, ja, dieses Gilded Extractor AV 136.000. Das ist richtig heftig. Der Gilded Manipulator hat noch mehr. Der Gilded Manipulator, bei dem war ich gar nicht. 127.000? 289.000, also fast 290.000. Ja, boah, verdammt. Da hat man ein bisschen was. Aber was macht der Gilded Manipulator, weißt du das? Das ist im Prinzip wie der Ether Manipulator, bloß halt mit einem größeren, ja, Limit. Einem höheren Limit. Achso, dass wir eben halt mehr machen können. Okay, alles klar. Ja. Jetzt ist natürlich die Frage, was passiert, wenn er voll ist hier. Ich habe keine Ahnung. Ob er dann hinten was auflädt oder nicht. Das müssen wir dann austesten. Aber wir werden es dann sehen. Alles klar. Irgendwann. Das stimmt wohl. Ja genau, man könnte ja auch so Gerätschaften dann replizieren, ne? Theoretisch, ja. Jetzt einfach mal, was so ein Kompressor kosten. Einfach nur, falls du mal machen würdest. Das interessiert mich jetzt auch. 2296. Bloß? Ist ja krass. Überhaupt, was kosten überhaupt so die Maschinen? Ah, okay, es haben natürlich nicht jede Maschine einen Wert. Was ist denn das bitte? 4 Millionen? Ach, das ist ein. Ach, Compressed Cobblestone jetzt da. Ich dachte. Sag mal, kannst du mir mal verraten, was das mit diesen Solarpaneln, ja? Ich kenne das früher noch so, dieses Low, Medium und High Voltage Solar Panel. Ja. Und jetzt gibt es ja so ein Solar Panel und dann gibt es hier Order Infusion. Ah ne, das sind ja andere Sachen. Advanced Solar Panels gibt es ja hier anscheinend. Noch genau, die arbeiten auch in der Nacht. Die Advanced Solar Panels, die arbeiten auch in der Nacht, bloß halt mit halber Leistung. Aber die sind auch nicht von Industrial Craft, ne? Genau. Das ist halt ein Plug-in, also ist doch so extra Erweiterung von Industrial Craft. Ist eine Erweiterung von denen, ja? Weil diese normalen High Voltage und so gibt's ja nicht mehr, ne? Das ist Compact Solars und das ist anscheinend nicht drauf hier im Modpack, wie es ausschaut. Okay, alles klar. Ne, siehst du das nicht. Dieses Hybrid Solar Panel ist dieses, was du meinst mit Tag und Nacht, ja? Genau, das ist von Advanced Solars, genau. Gibt's gar einen Quantum Generator? Ah, okay. Wow. Genau. Molecular Transformer, da kannst du zum Beispiel auch aus Holz, Kohle machen. Wenn mal wieder
beim Diamanten craften werden. Aber wir haben jetzt den Ether Manipulator. Ich glaube, dann ist das relativ sinnvoll. Weiß ich nicht. Nee, ich wollte nur mal was gucken, deswegen. Das ist schon übel. Alles klar. Aber super. Haben wir auf jeden Fall schon mal was zum Bauen. Okay. Ja, cool. Was kostet so ein Ding hier? 500 Ton? Okay, kann man sich auch leisten. Aber Essen machen ist teuer. Wobei, ich guck mal, ob ich jetzt nur so Brote nehmen würde oder so. Oder eine Apple oder so. Was kostet der? 64? Naja, es geht. Alles klar. Muss jetzt nicht alles machen damit, aber... Ich meine, gerade so Sachen, die so ein bisschen rohstoffarm sind, sind die einfach alles ein bisschen blöde. Okay, dann würde ich sagen, dass wir nochmal ein bisschen fighten gehen, oder? Achso, kann man auch. Oder was wolltest du jetzt gerade machen? Ach, ich wollte jetzt eigentlich die Büsche noch irgendwie einsetzen. Also die. Achso, wo willst du das machen? Tin Array, Aluminium. Weiß nicht, müsst halt irgendwo dunkel machen und dann, ja. Ja, dann lass uns doch mal hier in den Bereich gehen hinten. Wir haben doch da hinten noch so viele Bereiche, die, wo wir gar nicht hingehen. Okay. Hast du Danke oder okay gesagt? Okay, habe ich gesagt. Warum soll ich Danke sagen? Ich habe Danke, zweimal Danke verstanden. Echt? Ja, ja. Entschuldigung. Nö, ach. Ist meinem hohen Alter, Hörfehler und so, ist öfter mal der Fall. Wo bist du jetzt gerade? Ich habe noch was gegessen, Entschuldigung. Aber ganz so weit darfst du auch nicht weg sein, war verdammt. Warum möchtest du noch lernen? Nee. Habe ich jetzt schon wieder eingesammelt. Alter, wieder 12. Kohle, glaube ich. Ja, dann machen wir das doch hier. Sollen wir den Raum hier einfach verwenden? Ein bisschen... Baue ich den hier vorne zu. Ich hole mal noch ein bisschen Koppel oder so. Oder hast du eine Koppel? Ja, ne? Ne, gerade nicht dabei. Ist egal, nur mal Holz. So, so, so. Zap, zap. Brauche ich das? Achso, du willst. Achso, du bist hier komplett. Ja, komm, dann ist doch egal jetzt. Wenn dann schon großzügig würde, wie? Ja, natürlich. Mal gucken, was die hier bringen. Die waren ja. Kriegt man auch relativ häufig von Ars Magica 2, Cherry Might oder wie auch immer die Scheiße heißt. Was für Begriffe, die man sonst nie im Leben verbraucht, ey. Ist Wahnsinn. Okay. Bauen wir hier hinten gerade nochmal die Front ab für da vorne. Und dann passt es ja auch schon. Korrekt. Zack, 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 zack. Die können wir auf normalen Stone, ne, setzen, ja. Ja. Kann man ja. Was soll ich jetzt dicht machen? Nee. Wo haben wir die jetzt? Da haben wir die. Ja, warum setze ich das denn da hin, Alter? Alter, das ist doch nicht wahr. Ich setze schon mal die Büsche. Danke. Kann sie auch doof anstellen. Wirklich. Okay. Was? Ganz dunkel hast du gesagt, muss es nicht sein, ja? Nee. Gewisse Dunkelheit braucht es halt, aber es muss nicht Stockfinster sein. Wahrscheinlich ist es hier zu hell. Da hinten müsste wahrscheinlich gerade passen. Funktioniert hier F7? Nö, funktioniert nicht. Aber eine Tür würde ja auch schließen, oder? Ja. Mach mal aus, das Licht. Nee, ne? Macht's nicht dunkler. Ach so, hier. Ne, schaut so aus. Auch wahrscheinlich eine Eisentür oder sowas, ne? Ich glaube nicht, dass die dunkel macht. Eine Eisentür ist aber geschlossen, meines Erachtens. Im Gegensatz zu einer Holztür. Hm, ich könnte es ausprobieren, aber ich bleib mal kurz drin. Ich baue mal die Tür schon mal ab. So. Und. Ich könnte die Gießkanne holen, dann könnte ich die Orberries mal groß machen. Wie macht man nochmal so eine Trittplatte oder sowas? Aber mit Holz geht's ja auch, ne? Ja. Gießkanne, wo hat denn die? Ich glaube hier unten. Blöde. So. Und doch zwei nebeneinander oder drei? Achso. Ah, war mein Fehler gerade. Zwei ist eine Druckplatte, drei ist ein Slab. Ach, sie kann ja schon leer. Ups. Wasser. Hätte eigentlich nicht leer sein dürfen, oder? Also die muss man eigentlich nur einmal befüllen und fertig. Okay, dann muss ich doch mit Rechtsklick hier, oder? Ja, genau. Warum geht es jetzt nicht? Oder sehe ich die Partikellust nicht? Also ich sehe die Partikel. Ah, ich glaube, ich habe die Partikel ausgemacht. Kann gut sein.
Oh. Macht aber nicht dunkler, ne? Nee, ja. Macht nicht dunkler, kann ich auch nicht ändern. Irgendwie ist das gerade ein bisschen. Huch, der ist schon fertig. Der Decken will nicht. Da auch nicht, Quatsch. Ich muss gerade mal überlegen, ich die einfachsten Zette gerade im Kopf. Brr, egal. Ich habe kein Holz mehr dabei, verdammt. Wo ist denn jetzt schon wieder Holz? Irgendwie stelle ich mich gerade an wie der letzte. Naja, egal, du weißt schon. Geht gar nicht. Wirklich. Ist total. So. Jetzt aber. Weiter. Und dir würde ich sagen, jetzt mal kurz ein Stück zur Seite gehen. Oh. Na, nicht so weit. So. Ne? Brauche noch ein paar. Ja, ist mir besser, ist mir lieber, weißt du? Bevor wir da irgendwie jetzt ein Problem kriegen. Ja. Und da drinnen wieder so eine Monsterparty stattfindet. Das wäre nicht so nett. Guck mal, da noch welche. 13. Da ist sogar ein. Da klopft jemand an die Tür. Ach komm, ich lass die jetzt. Ich muss mal begrüßen gehen. Spaß. Ah, nein. 153, Hilfe. Okay, ich fahr weg. Oh, ich krieg ihn. Oh, der mich killt. Ich hab dich gleich. Bam, Alter. In your face. Okay. Hast du mich gehauen? Nein. Ich hab dich nicht gehauen. Schaden. Hab ich was von dem gekriegt? Hast du mir die gegeben? Von der Plight Logistics? Die Basic Processor Assembly? Nein. Ich habe 4 Basic Processor Assembly von Applied Energistics bekommen von dem. Hä? Okay. Ja. Wie cool. Sind das die Dinger, die man früher mal so... Okay, daraus kann man eben die Basic Processoren machen. Achso, stimmt. Die kennst du ja gar nicht, weil du kannst ja bloß die 1.4er Version 1.5er. Ja, aber nicht die 1.6er. 1.5er. Von Applied Energistics, ja. Keine also, Ahnung. Version kennst du auch schon? Na, ach nee, waren ja auf 1.4. Stimmt. Light ist 1.4. Du hast ja recht. Genau. Ja, klar. Verdammt. Oh, einmal. Ja, stimmt wohl. Das habe ich einen richtigen Sprung verpasst, wa? So die ganzen Geschichten. Ja. Der hinten will wieder nicht. Egal, dann soll er von alleine wachsen. Dann gieße ich den Kleinen hier noch. Okay. Müssen wir gucken, was wir hier noch hinbasteln. Mit Thumbcraft kann man so kleine Golems erstellen, die die Bären einsammeln können. Echt? Mhm. Sehr cool. Also, ich dürfte doch eigentlich kein Monster mehr spawnen, oder? Aber hier sind noch ein paar Lücken. Ja, aber auf den einzelnen Lücken dürften die, glaube ich, nicht. Die brauchen doch mindestens so 4er, oder? Bis nein. Die können auch auf einzelnen Lücken spawnen. Ach, verdammte Axt. Mann, Freunde. Also, wenn es nicht schon wieder geändert wurde, dann können die auch auf einzelnen Lücken spawnen. Ich weiß es nicht. Gut, dann mache ich noch ein paar. Ja, aus Fehler lernt man. Jo. Hey, was heißt hier, jo? So lernt man am besten. Try and Error. Ich mich auch noch belehren lassen. Ja, natürlich. Ich glaube, ich genug gemacht. Ich werde Lehrer. Da werde ich dich immer belehren. Ja. Vollkommen leer von Versprechungen. So. Das weiß ich noch nicht. Meinst du echt? Bist du ein guter Lehrer? Was meinst du? Was zeichnet dich aus als Lehrer? Warum sollte man dich als Lehrer, haben müssen? Fehlen? Bist du Lehrer oder Studienrat? Ja. Die Frage ist, bist du so einer, der sich auch mal trauen würde, richtig Lehrer zu sein? Oder lieber so ein Studienrat-Typ, der meint, er steht da nicht mal Grundschulen zur Verfügung? Ja. Es gibt einen Unterschied zwischen normalen Grundschullehrern. Wir haben jetzt in Berlin die ganze Aktion, ja. Wir brauchen wohl, was heißt in Berlin, 1500 Grundschullehrer. Ja. Okay. Und 500 Studienräte. Und momentan haben wir in Berlin irgendwie sowas 600 oder 700 Grundschullehrer oder 800. Und 1000, weiß ich wie viel, Studienräte. Und wir können die ganzen Grundschulen eben halt nicht besetzen. Also da fehlen überall Lehrer. Genauso wie 100 Schulleiter in Berlin fehlen. Voll krass. Okay, das ist echt krass. Ja. Das ist wirklich übel. Dementsprechend, ja. Ja. Bleib mal was Richtiges. Was Vernünftiges aus dir. Junge. So. Ja, mach ich doch. Ja, genau. Let's Player. Oh. So. Genau. Let's Play in der Lehrer. Was gibt's Cooleres?
Snacks gibt's Cooleres. Wenn du es dann auch als Architektenfeld irgendwie nimmst, wäre cool. So, ich würde aber jetzt sagen, wir müssen es aufmachen. Ja, gleich Folgenende. Und wir versprechen jetzt unseren Zuschauern, dass wir morgen, morgen richtig Action machen. Wir gehen richtig runter und werden unten jetzt mal wieder so eine nächste Kammer ausheben. Ach, versprochen. Okay. Jo. Ja, jetzt wird's richtig lustig. Wir haben jetzt was gemacht. Hier oben kann also auch der Couple Generator und so ein bisschen den Aether Manipulator versorgen. So haben wir schon mal so ein paar Sachen, die wir machen können. Wir können auch mit Zaubertischen bald arbeiten und die ganzen Geschichten. Hm. Wobei, das wäre auch nochmal eine Sache. Das machen wir, nachdem wir unseren Ausflug hatten. Ich würde ja gerne von Dartcraft noch diesen Zaubertisch machen. Achso. Mhm. Ja. Vielleicht machen wir das am Anfang der Folge. Und okay. Dann gehen wir danach einfach mal ganz gepflegt los. Das war richtig zack, zack machen können. Also Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal irgendwie ein Rating da. Bis dahin. Euer Kahn und der Spielpirat. Tschüss. Tschüss.